Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bad Tremens 10, hier ist euer Tag Gizmo. Willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir werden mal schauen, was wir hier machen müssen. Denn, ja, ich geh mal Fernsehen, vielleicht spielt ja was Gutes. Im Central Park sprang heute ein Mann kurzerhand ins eiskalte Wasser, um ein Kind zu retten, das ausgerutscht und hineingefallen war. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohl auf sein. Sein heldenhafter Retter verschwand, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Solch selbstlose Bescheidenheit sieht man nicht alle Tage. Ja, das war ich. Ah ja, bevor ich es vergesse, Leute. So. Ja, jede Folge. Ich immer Hände waschen danach. Das Kerze nämlich. Hände waschen muss man. Und in den Spiegel schauen immer. Immer wichtig. Ganz wichtig. Einzulieben. Was kann ich hier eigentlich machen? Kühlschrank. Ich kann auch immer in den Kühlschrank schauen, wo eh nie was drin ist. Ah, Milch. Da trinken wir Milch. Jetzt sind wir nicht mehr so gestresst, habt ihr gesehen? Was war da jetzt? War das nicht da? Hier. Hier war eine Flasche. Ja, da war ein Durst. Jawohl. Oh. Oh, was habe ich jetzt davon? Da haben wir noch mehr Alkohol. Uiuiuiui. Da haben wir einen Bonus gefunden. Da ist nichts. Ich wollte es immer so zuhauen. Ja, ein paar Mal können wir aufmachen. So. Oh Mann. Wenn das kein Hinweis war, dass ich schlafen gehen soll. Anruf beantworte. War doch hier, oder? Ja. Sie haben keine neuen Nachrichten. Na super. Was ist mit meinem Fenster? Ach komm schon. Das machen wir zwar. Was jetzt? Das haben wir schon mal gesehen. Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Das macht mich nur nervös. Thank you.
bin müde, ich gehe schlafen. So müde bin ich. War doch gerade ein Heilungszeichen. Komm, komm. Wie war doch gerade ein Heilungszeichen oder Schirngel? Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Okay, er war der Wissen, wer mein Bett überzogen hat. Damit endet meine Geschichte. Ich trank Alkohol, nahm Medikamente und verlor das Bewusstsein. Selbstmord oder Unfall, wen kümmert's? Ich werde nie wissen, was mir an jenem Winterabend im Restaurant widerfahren ist. Denn für meine Umwelt... So kann man es nicht auch machen. Das ist doch scheiße. Ich habe mich gerade selbst getötet. Naja. Ich spiele ihn zwar ganz ernst. Tag. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Ich auch nicht. Wir gehen schlafen. Schlaf, mein Kindchen, schlaf jetzt ein. Das Monster schaut beim Fenster rein. Wieder lachen und durch Alice heißt. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. Na, meine Kleine, wie heißt du? Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Oh, ich habe Medikamente noch nicht, dass ich jetzt wieder draufgehe. Bitte. Danke. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Das ist eine. Nimm die Scheiße.
Soll ich dir was vorspielen? Ich kann mit Gitarre spielen, das prangere ich an. Ach komm schon, Steuerung. Fuck mich nicht an. Willst du mit ins Schlafzimmer kommen? Ich habe ihn gesehen. Komm aus der Dorf. So, bitte schön. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid für die blöde Frage. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Hey, du fehlst mir, wirklich. Du mir auch. Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay, gern. Was heißt hier gar nicht jetzt hingekommen? Ich habe die ganze letzte Folge gespielt. Ich war besser als Thomas Anders. Nee, die hatte nicht die. Das war Dieter Bohlen, der immer. Ich gehe wieder. Du solltest jetzt wohl besser wieder gehen. Das stimmt. Danke also, für alles. Ihr habt doch super gespürt. Bleibt da. Nein. Sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden noch alles zustoßen. Ich schon. Wir werden jetzt spielen. Oder besser nicht. Aber es war besser als Dieter Bohlen. Oh. Ich glaube.
lauf mal gegen den Pfosten. Junge, komm bald wieder. Lass mich nicht laufen. Das will doch gern. Da hinten ist der Computer angeschaltet. Mira wieder schimpfen, dass ich Strom verbrauche. Ist da jemand? Ich mag die Musik nicht. Hallo? Willst du mir Kekse verkaufen? Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Du bist nervös. So Leute, diese Folge wird ein bisschen kürzer werden, denn ich finde das hier eine gute Stelle, um dieses Let's Play zu beenden. Ich habe nicht gerade gut Gitarre gespielt, sonst wäre da vielleicht was gegangen. Wer weiß, wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Und wir sehen uns am Donnerstag, wenn ihr wollt natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dark Gizmo.